Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin jetzt schon mal, der Ladebildschirm war noch ewig lang, also gut, dass ich schon abgebrochen habe, die Folge, beziehungsweise beendet habe. Dann würde ich sagen, optionale Schritte, reden wir dann zuerst mit Gareshri. Ja, machen wir. Habt Dank für eure Hilfe beim Verteidigen von Stromfeste gegen die Truppen der Usurpator-Königin. Und für das Töten eines Drachen, das war unfassbar. Ich wünschte nur, Kamira hätte sich nicht ganz so offen zu erkennen gegeben. Ist das, was Kamira sagt, wahr? Ist sie wirklich die Erbin des Throns von Krempen? Kamira ist in der Tat die Tochter von König Himarkar und Königin Numara. Sie allein überlebte die Ermordung der königlichen Familie und diente seitdem als meine Adjutantin. Imene und ich hofften, ihre Identität offenbaren zu können, nachdem wir die Situation mit Euraxia besser im Griff haben würden. Ihr denkt also, Kamira hat einen Fehler gemacht, als sie ihre wahre Identität enthüllte, um ihr Volk zu einen? Einen Fehler? Nein. Ich vertraue ihrem Instinkt. Sie wird eine gute Königin für unser Volk. Doch Kamira lässt sich von ihren Gefühlen leiten. Und sie kann wagemutig sein. Ich sorge mich, dass diese Neigungen ihre Herrschaft beenden könnten, bevor sie richtig begonnen hat. Wie konnte Kamiras Identität all diese Jahre geheim bleiben? Euraxia brachte den Großteil der Leute im Palast um und verbreitete die Nachricht, die königliche Familie sei tot. Kamira versteckte sich, ohne sich zu verstecken, indem sie einfach weit entfernt von Krempen arbeitete. Und ihr Anhänger verbarg sie vor einer magischen Entdeckung. Jetzt sprecht mit Tarn. Wir haben Pläne zu schmieden. Okay, ich werde mit Abno Tarn sprechen. Hallöchen, Herr Tarn. Ihr habt einen Drachen getötet. Eindrucksvoll. Aber lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Es war nur einer und nicht einmal ein besonders großes Exemplar. Ist ja gut. Und es wird sich natürlich niemand an eure Tat erinnern. Sie werden alle über die Rückkehr der Königin sprechen. Ach, mich juckert's. Warum habt ihr mir nicht gegen den Drachen geholfen? Ich hatte volles Vertrauen in eure Befähigung, mit der Lage fertig zu werden. Aha. Es war nicht nötig, einzugreifen und euren ruhmreichen Augenblick zu schmälern. Außerdem sind meine beträchtlichen strategischen Fertigkeiten den Khajiit nützlicher als meine Kampfmagie. Ich überlasse das Gemetzel lieber euch. Dankeschön. Wusstet ihr, dass Kamira die rechtmäßige Erbin des Throns von Krempen ist? Ganz ehrlich? Ich hatte keine Ahnung. Kamiras aufrüttelnde Worte waren ja gut und schön, aber es wird mehr als begeisternde Ansprachen und alte Belagerungswaffen brauchen, um meine Halbschwester zu stürzen. Also habt ihr mit Gareshri einen Plan entwickelt, um Euraxia zu stürzen? Nach den jüngsten Ereignissen zu urteilen, ergibt nur ein Vorgehen Sinn. Wir müssen gegen Krempen zuschlagen und meine Halbschwester vom Thron entfernen, bevor sie ihre Streitkräfte sammelt. Doch nehmt zunächst dies. Eure Entschädigung für das Aufhalten der Untoten und das Töten eines Drachen. Quest abschließen. Ja, Inventar ist voll. Den können wir eigentlich wegmachen. Ich muss sowieso mal gucken. Der Kriegsrat nach den jüngsten. So. Meine Halbschwester ist auch weiterhin eine Peinlichkeit für den Namen unserer Familie. Es wird Zeit, sich um Euraxia zu kümmern. Dauerhaft. Dauerhaft? Wir sollen eure eigene Schwester töten? Halbschwester. Und ja, falls es so weit kommt. Euraxia hat Krempen ohne Erlaubnis erobert. Sie unterdrückt die Khajiit, entfesselt Horden von Untoten und geht Handel mit Drachen ein. Mhm. Wenn wir sie nicht beseitigen, will ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt. Haben wir die Truppen für einen direkten Sturmangriff auf den Palast von Krempen? Wer hat denn etwas von einem direkten Sturmangriff gesagt? Ja. Hier ist dies gefragt. Ich würde eine kleine Gruppe vorschlagen. Sie schleicht sich in den Palast, findet Euraxia und entfernt sie vom Thron mit aller nötigen Härte. Sprecht mit Gareshri. Er kennt jemanden, der uns hineinbringen kann. Ich werde mit Fürst Gareshri sprechen. Da ich mein wahres Erbe nun offenbart habe, müssen wir rasch handeln, werter Sprecher. Ich gebe der Prinzessin recht. Die Zeit ist gekommen, meine Halbschwester vom Thron zu entfernen. Königin Tarn, ich bin schon sehr lange keine Prinzessin mehr. Ihr habt recht, Königin Kamira. Ihr sagt, ihr wisst einen Weg, um uns in den Palast zu bringen, werter Sprecher? Ja,
Fünf Kralle, lasst uns reden. Ich komme sofort. Ich müsste mal gucken, ist alles schwer. Das ist noch Mittel. Das ist Stufe 7, okay. Mittel. Achso, ich wollte aber vielleicht, ne? Wegen Magika. Ah, da haben wir schon was ausgerüstet, ja. Drachenblut. Da muss ich mal gucken. Ich kenne mich hier mit so Sachen fast gar nicht aus. Machen wir das nochmal weg, dann kann ich nämlich die Sachen hier nehmen. Sonst steht es nämlich die ganze Zeit da unten. Dreht sie durch. So, elementare Wand, durchdringende Magie, Knochenhünen-Transformation. Was ist das? Ein Zauber für Zerstörungsstufe ignorieren, 5%. Okay, was ist das? Was ist das denn? Ihr werdet zu einem entsetzlichen Knochenhühn, wodurch sich euer maximales Leben 17 Sekunden lang um 39.000 erhöht und ihr sofort für 39.000, ja genau, solange ihr verwandelt seid, stellen eure leichten Angriffe Leben und eure aufgeladenen schweren Angriffe Leben wieder her. Diese Fähigkeit skaliert mit eurem maximalen Leben. Das ist auch cool, ne? Das könnten wir dann vielleicht dann auf die zweite Leiste machen. Mal gucken, weil haben wir ja, dann haben wir auf einem haben wir dann Knochentyrann und auf dem anderen vielleicht dann lebender Tod, Wirbelleben. Ist nicht schlecht. Leichtrüstung, haben wir vielleicht hier noch was? Nee. Zerstörungsstab, was hier? Eure Zauber für Zerstörungsstab ignorieren. Ah, okay. Ja, das können wir ja machen. Dann machen wir das. Erstmal. So. Wie die meisten von Abnur Tarns Plänen ist er sowohl brillant als auch leichtsinnig. Damit er auch nur den Hauch einer Erfolgsaussicht hat, müssen wir eine kleine Einsatztruppe ungesehen in den Palast schaffen. Glücklicherweise weiß ich wie. Und was wird unser Weg sein, wie wir in den Palast kommen, ohne Euraxias Wachen zu alarmieren? Der ehemalige Hauswart des Palasts. Er kannte diesen Ort wie seine Westentasche. Erstaunlicherweise hat er die Eroberung durch Araxia und die Ausmerzung der königlichen Familie überlebt. Findet ihn. Er sollte in der Lage sein, uns einen heimlichen Weg in den Palast nennen zu können. Wer ist dieser Hauswart und wo finde ich ihn? Aneshi. Er diente unter König Himakar als Kastellan des Palasts von Krempen. Ihr findet Aneshi südwestlich von hier, wo er sich heute um einen Schrein des uralten Helden Kunsari kümmert. Bringt in Erfahrung, was er weiß. Trefft danach den Rest des Einsatztrupps in Krempen. Okay, dann spreche ich erstmal mit Aneshi. Machen wir das doch. Ich weiß jetzt ja nicht, wo das ist. Vielleicht kommt hier noch eine andere Quest dazwischen. Sehen wir dann. Ah, warte. Noch hier kurz zum Stallmeister. Ihr sucht ein...
Ja, erstmal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Und dann mache ich, glaube ich, wieder die Tragfähigkeit, weil das damit doch immer so ein eingeschränktes Inventar und ich bin hier sowieso jemand, der irgendwie immer alles einsammelt. Schon ein Stück Armer. Wir haben keinen Wegschrein in der Nähe. Oder doch? Wir könnten hier hin. Ach, ist egal. Ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Wir müssen jetzt sowieso dann noch ein Stück. Obwohl. Egal jetzt. Jetzt sind wir auf dem Weg. Ah, was ich noch vorhabe, ist jetzt dann. Weil das kostet ja gar nichts, habe ich jetzt gesehen, die Montur auszurüsten, diese Drachenmontur. Dass ich da auch mal reingucke und mir eine aussuche. Und gucken, welche... Ob ich dann wirklich die schwere nehme oder dann doch lieber eine von den anderen beiden. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Muss ich mal durchgucken. Da können wir ja auch mal... Können wir auch gemeinsam gucken dann. Also... Ich weiß nicht, ob ich das dann so in Schnellvorlauf mache oder ob ich das einfach mal so zwischenrein mache. Aber das habe ich jetzt auch so ein bisschen vor gerade. Ich vergesse es nur immer wieder jetzt auch zwischendurch, dass ich dann gucke, dass wir zu einem Monturtisch kommen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier dann einer ist. Muss ich gucken. In den Städten. Aber das hatte ich noch vor. Obwohl ich sagen muss, dass die Rüstung jetzt gar nicht so schlecht aussieht. Finde die voll okay. Ist natürlich halt wieder ein Mischmasch. Erstmal. Meisterwerke von Krempel. Jetzt habe ich das wieder hier. Ich wollte eigentlich auf die Map. Okay. Grabesfürstin erreicht. Oh, und da ist eine. Die Nekropolis von Krempen. Oh, das ist bestimmt auch schön. Da will ich auch hin. Kann ich mir das einfach kurz angucken, oder? Liegt es eh auf dem Weg? Ich glaube, das ist so der eher untypische Weg hier runter. Das Anekina-Aquädukt entdeckt. Nekropolis entdeckt. Boah, da mische ich auch rein. Ja, auch demnächst mal wieder machen, so Sachen erkunden und so. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt noch die ganzen Gebiete komplett. 5 Kralle. Ich will mich euch anschließen. Amishi soll von mir hören, dass ich noch am Leben bin. Ja. Willkommen in Aneshis bescheidenem Schrein am Kunsari. Hier erinnern wir. Der alte Aneshi hat nicht viele Besucher, Freundin. Wenige haben in diesen schwierigen Zeiten noch Freude an uralten Geschichten über Kunsari. Halt! Aneshi erkennt eure Freundin. Sie ist gewachsen und ernster. Doch dieser erkennt Prinzessin Kamira. Bei Jode. Sie ist jetzt Königin Kamira und sie erinnert sich auch an euch. Wir brauchen eure Hilfe. Aneshis geliebte Gattin Saima arbeitete eine Weile mit der Miliz zusammen, nachdem wir Euraxias Säuberung des Palasts entgangen waren.
Sie gab Wissen weiter, bis Euraxias Streiter sie erwischten. Sie brachten sie auf dem Innenhof des Palasts um. Toll. Wenn Aneshi euch helfen kann, wird er es tun. Wir wollen den Palast von Krempen angreifen, aber wir brauchen einen Weg, um ungesehen in ihn hineinzuschleichen. Dann müsst ihr die Palastkrypten betreten. Ein vergessener Gang in den Krypten führt in die königliche Küche. Aneshi wird euch eine Wegbeschreibung mitgeben, wo er seinen Hauptschlüssel versteckt hat. Der Schlüssel öffnet eine Tür in der Kanalisation unter dem Palast, die in die Krypten führt. Ich nehme die Wegbeschreibung und suche den Hauptschlüssel. Jode im Himmel! Der alte Aneshi kann seinen Augen kaum glauben! Prinzessin Kamira! Ich bin es wirklich, Kastellan. Doch nun bin ich Königin Kamira. Wir werden die Usurpatoren von Vaters Thron stoßen. Jawohl. Wir sind beim Palast geblieben. Saima, die tapfere, geliebte Gattin von diesem, gab Wissen an die Miliz weiter, bis sie von Euraxias Leuten erwischt wurde. Danach kam Aneshi hierher, um diesen uralten Schrein wieder instand zu setzen. Dieser wird euch helfen, so gut er kann, eure Hoheit. Ich werde mit Aneshi sprechen, Fünfkralle. Bergt den Hauptschlüssel und trefft mich in Krempen. Jawohl. Folgt kurz der Straße nach Westen und biegt bei der Weggabelung nach links ab. Haltet euch ein Stück nördlich der Straße, bis ihr eine schief stehende Säule seht. Sucht inmitten der Ruinen nach der uralten Treppe. Dann weist euch eine ungestützte Turmspitze den Weg. Zwei Zackenrosa, Zaimas Lieblingsblume, wachsen in der Nähe einer Mauer. Grabt unter dem zweiten Fenster auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Erde einen Haufen bildet. Das sollte der Hauptschlüssel. Dort sollte der Hauptschlüssel liegen. Oh, hier ist ja auch noch eine Quest. Sucht nach dem Hinweis, sucht nach einer schiefen Säule. Ach schade, ich dachte jetzt, es wäre bei der Nekropolis gewesen, weil da stand ja auch so eine schiefe Säule. Hier ist noch eine Quest. Narayune. Hallo. Nun, ihr habt es wohl. Geht ihr zu Srendas Wiege? Ich hoffe, ihr habt euren eigenen Wasserschlauch mitgebracht. Sonst könnt ihr einen bei mir kaufen. Meine Preise sind vernünftig, wenn man die Dürre bedenkt. Was stimmt nicht mit dem Adeptorium? Das Wasser. Oder vielmehr sein Fehlen. Etwas hat den Zufluss vom Aquädukt zu Srendas Wiege unterbrochen. In der Zwischenzeit habe ich Wasser für sie geschleppt. Doch das kann nicht ewig so weitergehen. Was ist das Problem mit dem Aquädukt? Ich weiß es nicht genau. Alte Steine, alte Tore und Hebel. Wer kann das schon sagen? Ich habe gehört, wie die Adepten über den Ärger sprachen. Die junge Waspi scheint Abhilfe schaffen zu wollen. Falls ihr mehr erfahren wollt, ist sie wohl die richtige Ansprechpartnerin. In Ordnung, ich suche Waspi auf und bringe mehr über die Wasserprobleme in Srendas Wiege in Erfahrung. Oh, helft, zurückzubringen. Sprecht mit Waspi. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal den Schlüssel suchen. Und hier ist das. Und hier ist das Aquädukt. Und hier ist der Narbenrand. Der Boss. Das ist aber auch ein schöner Stab, finde ich. Ja, auf jeden Fall, das sind so meine Pläne. Auf jeden Fall. Oh, was ist denn da gestorben? Ein kleiner... Och nein. Oh. Was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall werde ich das Gebiet komplett erkunden. Mit allem drum und dran. Außer natürlich, wenn es so Gruppendinger sind, dann muss ich gucken. Aber diese Sachen, die ich solo machen kann, auf jeden Fall. Und wenn es mit dem Charakter dann nicht klappt, werde ich auf jeden Fall noch mit meinem Hauptcharakter reingehen. Mal gucken. Aber wir werden alles mitbekommen. Hier in Elsweier. Geht schon wieder 20 Minuten die Folge. Hilfe. So, schiefe Säule. Hier, die liegt doch da. Ist sie schief genug? Der Mino kann jetzt mal warten. Das ist so witzig. Ich denke die ganze Zeit dann an Guild Wars. Und wenn ich dann die Minos sehe, denke ich an Magic-Karten. Weil mein Hauptdeck war so ein
Minotaurendeck. Trefft euch in Krempen. Oh, dann können wir aber doch noch. Gut, Krempen ist hier, dann können wir doch noch auf dem Rückweg mit Waspi sprechen, oder? Oh. Wieso hat Schmutter? Ich habe erst gedacht, ne, dass ich so hyped bin wegen den Drachen, aber insgesamt das Gebiet ist einfach so toll. Ich lieb's einfach. Gabelbock. Das ist einfach so süß. Ich mag die Musik, also den Soundtrack hier in dem Gebiet. Gucken wir doch mal, was in dem Aquädukt los ist. Was hatte ich für ein Minotaurendeck? Ich glaube rot-schwarz. Wir müssen etwas wegen des Wassers tun, Silvio. Ja, wenn ihr einfach nur... Waspi begreift das nicht. In den Zisternen des Adeptoriums sind nur noch Pfützen. Und doch verbietet Silvio dieser zu handeln. Ich habe gehört, es gibt Ärger mit der Wasserversorgung des Adeptoriums. Srendars Wiege. Unser Adeptorium plagt eine Dürre. Wir sind vom Wasser des Anekina-Aquädukts abhängig. Doch etwas hat den Zustrom an Wasser unterbrochen. Nun müssen Adepten wie Pilger dursten. Wir sorgen hier für Kranke. Ohne Wasser werden viele von ihnen sterben. Wisst ihr, was den Fluss des Wassers aufhält? Nein. Und das werden wir auch nicht, wenn es nach Silhujo geht. Er jault über die Risiken. Aber Waspi ist nicht mehr das Kätzchen mit den großen Augen von damals, als Silhujo sie fand. Diese muss diese Sache in Ordnung bringen. Ihr seid eine Kriegerin, ja? Würdet ihr Waspi begleiten, um das Aquädukt zu untersuchen? Ja, mach ich. Habt Dank für die Hilfe, Rogue. Wir sollten das nächste Tor des Aquädukts untersuchen, direkt südlich von hier. So Srendar will, finden wir dort, was das Wasser aufhält. Waspi wird euch bald dort treffen. Diese muss mit Silhujo sprechen, bevor sie aufbricht. Lag das Aquädukt jemals zuvor trocken? Nein. Waspis Lehrer haben die Geschichten des Ordens untersucht und keine Hinweise auf eine Dürre in der Vergangenheit gefunden. Doch wir leben in seltsamen Zeiten, ja? Drachen fliegen, die Toten wandeln. Ein kaputtes Aquädukt ist da nicht verwunderlich. Besteht irgendeine Möglichkeit, dass die Wasserquelle versiegt ist? Das denkt Waspi nicht. Bevor das Wasser Srendars Wiege erreicht, kommt es an Krempen vorbei. Und trotz all der Ärgernisse, die die Stadt plagen, gehört eine Dürre nicht dazu. Das heißt also, dass der Fluss durch etwas blockiert wird, was zwischen der Stadt und dem Adeptorium liegt. Was könnt ihr mir über Srendars Wiege erzählen oder sagen? Das Adeptorium selbst? Diese weiß nur, dass unsere Ahnen es in den Tagen der 16 Königreiche errichteten. Waspi hat nicht viel für Geschichte übrig. Sie weiß aber, dass das Adeptorium immer ein Ort der Heilung war. Eine Zuflucht für jeden, ganz gleich wie krank er auch sein mochte. Wie seid ihr mit den Drachenangriffen umgegangen? Wir tun, was wir können. Aber Waspi fürchtet, dass es nicht genug ist. Viele kommen mit verbranntem Fleisch und schwarzen Lungen her. Durch Flammen und Rauch, wisst ihr? Andere kommen mit gebrochenen Gliedern. Die meisten unserer Heilmittel und Salben brauchen Wasser. Ihr versteht die Dringlichkeit, ja? Erzählt mir von euch. Von Waspi? Oh, das Leben von dieser ist nicht sehr aufregend. Aber wenn ihr darauf besteht... Waspi ist eine Initiantin und Dienerin Srendars, sowie eine Heilerin in der Ausbildung. Silhujo und die anderen Mönche zogen diese hier in der Wiege auf. Sind alle Adepten hier Heiler? Die meisten erlernen diese Kunst, aber nicht alle haben die nötige Leidenschaft, über die diese verfügt. Silhujo sagt, es wäre Waspis Berufung. Diese denkt, dass er recht hat. Ihr sagtet, dass Silhujo euch auf seiner Türschwelle fand? Ja, Waspis Eltern waren... Oh.
Es war die Zeit der Grippe, wisst ihr? Oh nein. Viele Waisen kamen zu Srendars Wiege in jenen Tagen. Die meisten hatten nicht so viel Glück wie Waspi. Sihuyo sorgte sich um diese wie um eine Tochter. Das tut er immer noch, wie ihr sehen könnt. Hat sonst jemand aus eurer Familie die Grippe überlebt? Nein, das ist gar nicht so lange her, Wanderin. Erinnert ihr euch an das Stöhnen und das abgehackte Husten? Ja, das Blut. Die Adepten von Srendas Wiege heilten so viele, wie sie konnten. Aber selbst die stärksten Tinkturen und saubersten Verbände versagten angesichts der Grippe. Okay, dann gucken wir doch mal bei dem Tor. Müssen wir da hoch dann? Was da los ist? Das ist hier schon wichtig, dass dann das Wasser fließt, wenn die... Ah, ihr habt es gefunden. Wir sollten das Tor am Ende der Rampe untersuchen. Dann gehen wir doch mal untersuchen. Kann ich da... Ach, da ist eine Treppe. Okay. Was ist denn hier los? Offen und trocken, wie erwartet. Hoffentlich finden wir die Sperre beim zweiten Tor. Waspi hoffte, dass wir das Problem bald finden. Ansonsten müssen wir vielleicht den Bandarspan untersuchen. Was ist der Bandarspan? Ein Abschnitt jenes Aquädukts, das durch Bandars Wurf verläuft. Eine Schlucht östlich vom Adeptorium. Sihuyo verbietet es uns, dorthin zu gehen. Schon seit diese noch eine Jakajit war. Warum ist es verboten? Waspi weiß es nicht. Sie hat ab und an geflüsterte Gerüchte von älteren Adepten gehört. Etwas über die Gnahaten-Grippe. Diese hat vor Jahren Sihuyo einmal ganz unverblümt nach jenem Ort gefragt. Er schüttelte nur den Kopf und meinte, es wäre fernab von Srendas Licht. Woher kommt der Name Bandars Wurf? Alte Mondgeschichten. Die Clanmütter sagen, die Felssäulen der Schlucht seien Bandars Kinder. Alkosch verwandelte sie als Vergeltung für einen der Streiche des Banditengottes in Stein. Der listige Gauner versteckte die Säulen in dieser Schlucht, wo sie warm und sicher sind. Okay, ich gehe dann mal zum zweiten Tor. Waspi bleibt direkt hinter euch. Aber seid vorsichtig, Wanderin. Sihuyo kann allzu behütend sein, aber er würde nicht zu Lügen greifen, um uns zurückzuhalten. Die Gefahren der Ödlande sind echt, wie ihr wisst. Diese hasst den Gedanken, dass er sich sorgt, ganz aufrichtig. Aber Waspi muss das tun. Wo kann ich das zweite Tor finden? Folgt den Leitungen des Aquädukts nach Osten. Sie sollten euch geradewegs zum nächsten Tor führen. Waspi wird euch dort treffen. Ihr werdet mich also nicht begleiten? Ich soll euch doch beschützen. Ha! Ihr beschützt mich, indem ihr den Weg freimacht, Wanderin. Diese will sich kurz Zeit nehmen, dieses Tor hier zu untersuchen, falls wir es später instand setzen müssen. Waspi wird nichts geschehen, also macht euch keine Sorgen, ja? Okay. Dann hoffe ich doch, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Oh, das ist so cool gebaut. Guck mal, wie riesig. Hier gibt es auch unfreundliche Kätzchen. Ah, oh, das ist so cool. I love it. So. Komme ich jetzt da einfach hoch? Ich finde das mega beeindruckend. Auch wenn es jetzt in einem Videospiel ist, aber ich liebe sowas. Ah. Erwischt! Was, ihr lernt schnell, was? Sehen wir uns dieses neue Tor an. Erwischt! Was, ihr lernt schnell, was? Sehen wir uns dieses neue Tor an. Machen wir.
Trocken? Siehst wo? Oh. Halt! Was ist das? Untersuchen. Interessant. Dieses Stück Stoff, Waspi kennt es gut. Es war Teil des Gewandes eines Adepten von Srendar. Eines der Alten, die wir nicht mehr tragen. Könnte ein Adept hier draußen gewesen sein? Wer würde eine solche Tracht tragen? Waspi glaubt nicht, dass sie irgendjemand getragen hat, so wie sie zerrissen ist. Es sieht aus, als hätte sie jemand benutzt, um eine Wunde zu verbinden. Mhm. Seht ihr diese Flecken? Diese riecht auch Blut. Eine Warnung vielleicht. Oder ein Hinweis. Ihr glaubt, die Person, die das hier hat fallen lassen, ist auch für die Wasserknappheit verantwortlich? Vielleicht. Waspi ist keine Ermittlerin, aber es fühlt sich wie ein Zeichen an, so etwas in der Nähe des Tors zu finden. Wir sollten nach dieser Person suchen. Und sei es nur, um uns zu vergewissern, dass sie nicht schwer verletzt ist, ja? Was schlagt ihr vor, wie wir die Person finden? Wo? Wir was, könnten wie, wo? Damit anfangen, an den Säulen nachzusehen, die das Aquädukt tragen. Jemand schwer Verwundetes hat sich vielleicht im Schatten des Bauwerks ausgeruht. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Wanderin. Gehen wir. Ihr seid euch sicher, dass niemand aus Srendars Wiege eine solche Ordenstracht trägt? Ganz sicher. Nachdem das Schlimmste der Knahatengrip überstanden war, haben sie Huyo und die anderen jedes bisschen Stoff verbrannt, das in Berührung mit der Krankheit gekommen war. Decken, Laken und ja, auch ihre Ordenstrachten. Von ihnen ist nichts geblieben, abgesehen von den Gemälden im Kloster. Nun, sie haben wohl doch nicht alles verbrannt. So wirkt es anscheinend, ja. Kommt, wem auch immer dies gehörte, braucht unsere Hilfe. Okay. Gehen wir doch mal gucken, wem. Oh, ich habe keinen Platz, sonst würde ich das jetzt hier mitnehmen. Oh. Also noch mehr. Noch ein Fetzen einer Ordenstracht? Die Blutspur wirkt weniger dicht. Vielleicht von einer wunden Stelle. Suchen wir weiter. Verwitterte Gemme. Die Blutspur Gemme? Verläuft sich, ja. Aber was ist das? Eine Gemme? Ach, Gemme. Das Gesicht wirkt. Dies wurde nicht zufällig fallen gelassen, Wanderin. Es muss noch mehr zu finden geben. Der Durst nach Tugend verfasst von einem Freund. O Srendars Wiege, wo das Wasser versiege und ständig ich durstig jetzt bin. Die Pfützen versiegen, die Geister erliegen, wo ist unser Segen nur hin? Für die, die da starben, die dem Durst sich ergaben, niemandes Lippe erbebte. Gnade verdient nur eine, die Süße, die Reine, die Katze, die Seuche überlebte. Das ist ein Kinderreim, oder nicht? Aber bist wie es halt der, dann du? Den Waspi als Kätzchen jeden Abend gelesen hat. Bei Srendars Gnade. Bitte sputet euch, Wanderin. Ja, ich spute mich doch. Muss ja auch hier alles genau lesen. Was ist das jetzt hier? Wickeltuch. Ein Wickeltuch? Waspi erkennt das Muster wieder. Kommt, suchen wir weiter. Kommt. Bin dabei. Zerkratzte Münze. Und als letztes finden wir natürlich eine Todesmünze. Etwas Glitzerndes für die Reise zu den Sanden hinter den Sternen. Wir sollten reden. Ja dann? Die blutigen Bandagen, die Gemme und das Wickeltuch. Und all diese Talismane und Andenken führen zu einem verbotenen Ort. Bandars Wurf. Waspi war nicht ganz ehrlich mit euch, Wanderin. Diese hat ein persönliches Anliegen bei dieser Sache. Ja, ihr scheint all diese Gegenstände wiederzuerkennen. Was habt ihr mir verschwiegen? Die Dürre. Diese ist dafür verantwortlich. Deshalb bestand Waspi darauf, sie zu untersuchen. Jedes Jahr hinterlässt jemand am Geburtstag von dieser ein Geschenk vor dem Kloster. Darunter waren der Kinderreim, die Münze und die Gemme, die wir gefunden haben. Versteht ihr? Dieser Schenker hat also eine Spur gelegt, die uns hierher führen sollte. Warum meint ihr, dass das mit der Dürre zu tun hat? Einige Tage, nachdem das Aquädukt versiegte, hinterließ der Schenker einen Krug mit kaltem, frischem Wasser vor der Tür von dieser. Es war eine Botschaft, versteht ihr? Für Waspi. Jetzt finden wir dieses Wickeltuch und diese Andenken, die alle zu Bandars Wurf führen. Für uns warten Antworten dort. Soll mir recht sein, ihr meintet, dieser Ort sei verboten. Warum? Alte Geister suchen diesen Ort heim.
Wütende Geister, die stöhnen und Flüche in der Nacht heulen. Silhujo hat immer darauf bestanden, dass diese sich von dort fernhält. Sie missachtet nur ungern seine Worte, aber wir haben keine Wahl. Das letzte Schleusentor und die Person, die wir verfolgen, sind beide da drin. Seid ihr bereit? Jawohl. Lasst uns loslegen. Such den verletzten Fremden. Hallo. Halt! Wasbi hat jemanden gesehen. Warum fliehen Sie? Wir wollen Ihnen nichts tun. Bleiben Sie stehen. Da, ist das derselbe wie eben? Warum kommen wir jetzt lauter auf den Kopf hier? Stopp! Teilen wir uns auf. Wir können ihn einkesseln. Hallo? Wer seid ihr? Wo ist... Wasbi, geliebtes Kind. Endlich seid ihr wieder zu Hause. Geliebtes was? Diese ist nicht... Wir wollen nur das Wasser wieder haben. Wasser? Nein, nein, nein. Ihr wollt antworten, Kind. Antworten aus der Asche. Bringt sie zum Lager am Bandar-Tor. Tötet die andere und läutert sie mit Feuer. Hey. Die reinigende Flamme wird Srendars Wiege schon bald verschlingen. Warum? Schnell! Hier drüben! Silhujo hat alles gesehen. Wir müssen Wasbi retten. Schnell, bitte! Silhujo, was macht ihr hier? Dieser mag nicht Wasbis Vater sein, aber er empfindet die Liebe eines Vaters für sie. Welcher Vater würde sein Kind mit einer Fremden durch die Kasch streifen lassen? Silhujo ist mit einigem Abstand gefolgt. Aber er konnte Wasbi nicht mehr rechtzeitig aufhalten. Die siechen Katzen brachten sie tiefer in die Schlucht.
Der Anführer nannte Waspi beim Namen und drängte seine Leute dazu, Srendas Wiege niederzubrennen. Warum? Die Grippe. Die Zeit heilt manche Wunden und lässt andere schweren. Manchmal sieht selbst der größte Heiler nicht alle möglichen Ausgänge. Vergebt diesem. Silhoyo ist eine alte Katze. Er faselt vor sich hin. Wir müssen zum Bandator, um den Flammen Einhalt zu gebieten und Waspi zu retten. Okay. Es gibt eine Kaverne tief unter dem Wurf. Wenn dieser sich recht erinnert, steigt sie auf bis zum Bandator. Dort werden wir die Blockade im Aquädukt und Waspi finden. Kommt, wir müssen uns beeilen. Was ist euer Plan, um Waspi zu retten? Silhoyo wird versuchen, diese von der Krankheit gezeichneten Katzen zur Vernunft zu bringen. Um eine Krankheit zu heilen, muss der Heiler die Ursachen kennen. Bei altem Hass ist es nicht anders. Wir verlieren Zeit, während wir uns hier besprechen. Habt Vertrauen, dass alles nach Srendars Wünschen verlaufen wird. Okay, dann retten wir in der nächsten Folge die liebe Waspi. Ich finde die so süß. Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.